die Helme auf, der Motor ist schon warm. Meine Gedanken sind Befehle, die wir über Funk erfahren. Krieg bedeutet Luftraum, Übernahme. Lege die Angst beiseite, wenn ich Piloten durch die Lüfte schlage. Im Kampf zusammen, das ist Teamplay. Waffencheck, du bretterst Solo in die Wolken. Junge, das ist kein Versteck. Schweiß weggewischt, heute ist Krieg. Denn hier geht es um Stärke und wer am besten fliegt. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in War Thunder. Wir wollen in den Krieg ziehen und zwar gegen Steve Pitty und den Oyster Propper. Und am Sonntag um 19 Uhr im Livestream werden wir gegeneinander zocken und ich hoffe, ihr seid mit am Start. Das Ganze ist ein Free-to-Play-Spiel und unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr das Spiel kostenlos runterladen könnt. Und gleichzeitig unterstützt ihr uns ein bisschen damit, denn wir kriegen von dem Publisher den ein oder anderen Euro pro Anmeldung dafür. Jawohl, so sieht's aus. Erstmal so die Randbedingungen und das Ganze. Wenn ihr euch da anmeldet, wählt bitte entweder WD, groß geschrieben, großes W, großes D und eine dreistellige Zahl. Die meisten kennen das wahrscheinlich schon, das machen wir immer so, denn dann ist es nämlich alles leichter zu koordinieren am Sonntag. Viele haben wahrscheinlich auch schon einen Account, aber wir wollen das halt so machen, wenn wir dann eine Privatlobby machen, dass alle irgendwo den gleichen Vorteil haben und alle so in dem etwa in dem gleichen Level sind. Deswegen kündige ich das mehr oder weniger so spät an, sagen wir mal. So haben halt alle die gleiche Chance, nochmal von null zu starten und am Sonntag sind wir dann alle so auf dem etwa gleichen Level. Genau, also alle, die da mitmachen wollen und die können halt wie gesagt WD und eine dreistellige Zahl. Ihr merkt ja dann, wenn schon eine Zahl irgendwie belegt ist oder so, dann nehmt ihr einfach eine andere. Das ist ganz einfach, wie zum Beispiel WD123 oder WD578 oder was auch immer. Aber achtet bitte darauf, groß schreiben, WD und eine dreistellige Zahl. Wenn ihr zum Beispiel die 1 nehmen wollt, dann müsst ihr halt WD001. So. Das gleiche macht natürlich der Steve Pitty und der Oyster Propper. Wenn ihr jetzt natürlich beim Steve Pitty mitspielen wollt, dann müsst ihr SP, auch groß geschrieben, und eine dreistellige Zahl. Oder beim Oyster Propper dann ein OP, auch groß geschrieben, wieder eine dreistellige Zahl. Und so spielen wir dann nachher gegeneinander. Und das wird bestimmt eine recht lustige, spaßige Geschichte. Wir ziehen uns dann halt die Leute immer ins Teamspeak, in den Channel vom Livestream und wechseln die natürlich dann auch jedes Mal aus. Und so können wir dann alle mal miteinander quatschen, zocken und ich denke mal, das gibt bestimmt einen lustigen Abend. Ja, so, das Ganze können wir dann halt auch noch bei War Thunder einmal mit Panzern spielen oder aber halt mit Flugzeugen. Ich kenne mich jetzt noch nicht so dolle mit dem Spiel aus und ich hoffe, dass der eine oder andere Freak von euch, der sich halt richtig gut auskennt, denn auch mit am Start ist und uns dann halt so ein bisschen erklärt, hey, das kann man so machen, das kann man so machen und von daher denke ich mal, wird das eine spannende Geschichte. Ja, zum anderen könnt ihr uns, wie gesagt, da auch ganz einfach dann halt damit unterstützen, wenn ihr euch das Spiel halt runterladet und euch über unseren Link dann halt anmeldet. Und da wäre ich natürlich super dankbar für. Genauso geht das dann halt beim Steve oder beim Oyster Propper. Die haben dann auch dementsprechend ein Video gemacht und da findet ihr bei denen halt auch unten in der Videobeschreibung jeweils einen Link dazu. Ja, könnt ihr euch halt auch aussuchen, wen ihr da unterstützen wollt. Ob es nur bei mir ist oder beim Steve oder beim Oyster Propper, ist alles drei gut. Ja, also sucht euch einfach einen aus davon. Ihr könnt euch auch meinetwegen beim Steve über den Link anmelden und könnt euch dann halt mit WD ohne dreistellige Zahl anmelden. Das macht einfach keinen Unterschied. Ja, und dann im Livestream, wie gesagt, wird das bestimmt eine richtig coole Sache. Haben wir ja schon öfters gemacht bei anderen Spielen irgendwie und ich hoffe, das klappt jetzt hier denn genauso. Ich weiß, da kann man halt so private Lobbys machen und dann werden wir da ganz entspannt eine Runde zocken mit euch. Ja, es bietet sich einfach an, so Free-to-Play-Spiele, weil der eine oder andere hat einfach kein Geld, dauernd irgendwie neue Spiele zu kaufen und deswegen machen wir das zum einen Teil, um zum anderen Teil natürlich auch halt um den einen oder anderen Euro zu verdienen, um unsere Sachen zu finanzieren. Ich hoffe, ihr habt auch Verständnis dafür. Deswegen steht halt auch oben Produktplatzierung bzw. Werbung. Ja,
Dann hoffe ich, wir sehen uns am Sonntag um 19 Uhr hier auf YouTube in unserem Livestream. Und ihr seid dann halt mit am Start und habt richtig Lust, mit uns zusammen zu zocken, in Teamspeak zusammen zu sein. Da könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen und so. Da können wir halt mal ein bisschen miteinander quatschen, während man zockt und so. Ich denke mal, das kann eine ganz nette und entspannte Aktion werden. Von daher, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's rein. Tschüss.